Ja, sehr geehrter Professor, vielen Dank für die einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, wir können gleich mal zum Vortrag übergehen. Technik. Nun gut, meine Aufgabe wird es jetzt sein, Ihnen den Bereich der interventionellen Schmerztherapie und Diagnostik in der Behandlung der degenerativen Erkrankung der Lendenwirbelsäule zu nahezubringen. Es gibt sicherlich Pathologien im Bereich der Wirbelsäule, wo uns Mediziner als erstes das Wort Operation in den Kopf springt. Aber muss sagen, wir haben eben viele Pathologien, wo man in erster Linie nicht an Operationen denkt. Wenn man überlegt, dass 80% aller Bundesbürger einmal im Leben derart Rückenschmerzen haben, dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen und sich diese Zahlen mit AU-Tagen, Rehabilitationsfällen und direkten und indirekten Kosten ansieht, kann man sehen, welche große Aufgabe die Probleme in der Wirbelsäule sowohl sozioökonomisch als auch medizinisch uns stellen. Im Algorithmus der Behandlung beginnt die Therapie im Bereich der konservativen Therapie über die interventionelle Schmerztherapie zu den Operationen, zu großen Operationen. Aber man muss bedenken, dass von allen Patienten mit Rückenbeschwerden nur 0,5% operativ versorgt werden. Das heißt, 99,5% werden im Bereich des konservativen und interventionellen Bereiches therapiert. Was sind die konservativen Therapieverfahren uns allen wohl bekannt? Vorwiegend die Krankengymnastik sowie die physikalischen Therapiemaßnahmen. Darüber hinaus Medikamente im Bereich NSARs und so weiter, Schmerzmittel, lokale Injektionen, regulative Maßnahmen wie zum Beispiel Akupunkturen oder auch psychovegetative Verfahren, die Schmerzen beeinflussen können. Ziel ist es hier immer, die mechanische Irritation, die zu einem inflammatorischen Prozess führt, das, was sich immer wieder unterstützt, hier bei engen durch Bandscheibenvorfällen oder Verschleißerkrankungen irgendwo zu durchbrechen und die Kompensationsmechanismen des Körpers wieder zu reaktivieren. Kommen wir mit den konservativen Therapiemaßnahmen nicht mehr zurecht, haben wir den Vorteil der interventionellen Schmerztherapie und Diagnostik. Was bedeutet das? Insgesamt ist es eine invasivere Behandlung über die Intervention, die in der Regel unter Röntgen oder CT durchgeführt werden. Es ist ein wesentlich selektiveres Vorgehen, weil es am Ort des Geschehens findet, hat aber eben einen höheren Aufwand und ist technisch anspruchsvoll. Es wird im OP durchgeführt unter sterilen Operationsbedingungen, was immense Vorteile für Infektionsprophylaxe hat. Wir haben ein kardiopulmonares Monitoring des Patienten. Wir haben auch eine periinterventionelle Analgosedierung. Das heißt, die Patienten werden vorher sediert. Und wir brauchen eine postinterventionelle Überwachung. Und der Vorteil ist, wir haben jederzeit eine Interventionsoption. Welche Bereiche können wir erreichen? Im Prinzip steht uns die LWS und die BWS und die HWS in allen Bereichen offen. Und welche Verfahren haben wir? Wir haben für die Wirbelsäule mehrere Zugangswege, wo wir den Spinalkanal bzw. die Bandscheibe oder die kleinen Wirbelgelenke erreichen können. Das ist einmal von dorsal gekreuzt, durch das Foramen intervertebrale oder direkt von dorsal zu den kleinen Wirbelgelenken oder auch von sakral von unten. Kommen wir zu den einzelnen Verfahren. Nehmen wir die dorsalen Verfahren, die wir gerade angesprochen haben, das dorsal gekreuzte Verfahren, benutzen wir im Bereich der Wirbelsäule die... das interlaminäre Fenster, um zum Spinalkanal zu kommen, hier dargestellt über das Kontrastmittel, sodass wir hier nachher Medikamente einbringen können, um diese im Spinalkanal zu verteilen. Weiterhin, wie gerade schon angesprochen, haben wir im dorsalen Bereich den Zugangsweg zu den kleinen Wirbelgelenken oder Zugerphysialgelenken. Bei Patienten mit chronischen Schmerzen, mit arthrotischen Veränderungen, können diese Gelenke selber oder im Bereich des Ramus dorsalis ausgetestet werden, sodass man nachher auch mit dem Laser Möglichkeiten hat, diese Rami dorsalis, diese Gelenke innervieren und den Schmerz weiterleiten, selektiv zu zerstören und so schmerztherapeutisch tätig zu werden. Kommen wir zu dem Hauptzugangsweg, dem transforaminalen Weg. Hier wird das Foramen genutzt, um einen Weg zum einen zum Spinalkanal zu haben, zu dem ventralen Epiduralraum intradiskal in die Bandscheibe selber und zu den einzelnen Nerven, die hier affektiert sein können. Hier ist es ganz wichtig zu wissen, ähnlich wie bei Bandscheibenvorfällen, dass eben die meisten Pathologien im ventralen Epiduralraum lokalisiert sind und wir hier im Rahmen der interventionellen Schmerztherapie und Diagnostik Möglichkeit haben, transforaminal direkt an den Ort des Geschehens zu kommen und hier Medikamente zu applizieren.
Hier auch einige Bilder. Im Vergleich zum vorherigen Bild sieht man, dass wir uns in einem ventralen Epiduralraum finden, also vorne im Bereich. Hier sieht man auch mal einen Kontrastmittelstopp. Auf der Gegenseite gleichzeitig die Darstellung des austretenden Nervens sowie des traversierenden Nervens. Auch hier diagnostisch sehr wichtig bei Veränderungen in der Bandscheibe selber sehen wir Diskostimulation, wo wir hier eben diagnostisch auswerten können, da diese Verfahren ja am wachen Patienten durchzuführen werden, ob, wenn man eine Bandscheibe stimuliert, ob der Patient einen Wiedererkennungsschmerz, einen sogenannten Memory Pain hat, ja oder nein, was nicht nur therapeutisch wichtig ist, sondern vielleicht auch nachher im operativen Vorgehensweg, welche Etagen zum Beispiel operativ angegangen werden müssen. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, über verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel ILED oder Lasertherapien, in der Bandscheibe selber zu arbeiten und vielleicht Operationen zu vermeiden. Kommen wir der Vollständigkeit halber noch zum sakralen Zugang. Ein Zugang über den Hiatus Sacralis, wo ich eben von Caudal die Möglichkeit habe, auch den ventralen Epiduralraum oder den Epiduralraum zu erreichen. Das ist ein relativ unspezifisches Verfahren, aber mit dem kann man sicherlich auch was erreichen. Wir sehen hier einmal Bilder über Zugangswege und letztendlich über den Hiatus Sacralis und Verteilung von dem Kontrastmittel, das uns letztendlich auch den Weg des nachfolgenden Medikamentes zeigt. Diese ganzen Verfahren sind auch an der Brustwirbelsäule und insbesondere auch an der Halswirbelsäule anwendbar, wenn man sich das hier anguckt oder auch hier, wie man wirklich einzelne Nervenwurzeln darstellen kann und die gesamte Pathologien im Bereich der Halswirbelsäule behandeln kann. Sonderfälle gibt es auch immer wieder, wo wir auch häufig nochmal das CT zu Rate ziehen, wie hier zum Beispiel zu Punktionen von irgendwelchen Veränderungen, Abszesspunktionen oder auch zur Behandlung des CRPS mit lumbalen Rennstangenblockaden im Bereich der ventralen lumbalen Wirbelsäule. Ganz wichtig zu wiederholen, mit der interventionellen Schmerztherapie und Diagnostik sind wirklich sämtliche Wirbelsäulenabschnitte therapierbar, von der Halswirbelsäule bis zur unteren Lendenwirbelsäule. In einer Untersuchung unsererseits haben wir einfach mal verschiedene Pathologien aufgeführt und haben diese Patienten kategorisiert und haben verschiedene Injektionsverfahren gegeneinander getestet und haben festgestellt, dass das transforaminale Verfahren dem hinteren Verfahren und dem caudalen Verfahren deutlich überlegen ist. Aber man muss überlegen, dass diese transforaminalen Injektionen, die wir stationär durchführen, immer nur unter Bildwandlerkontrolle durchführbar sind, sodass es sich hier auch um einen hohen apparativen Aufwand handelt. Was ist nun der Vorteil von der interventionellen Schmerztherapie und Diagnostik im Bereich zum Beispiel zu CT-gesteuerten Injektionen? Der Vorteil ist zum einen, dass wir hier eine dynamische Untersuchung haben. Wir können, wie wir es in vorigen Bildern gesehen haben, über Kontrastmittelabflüsse, zum Beispiel Verklebung oder Pathologien erkennen, die uns eine zusätzliche Information gibt zu den anderen Diagnostika wie Kernspintomographie und was wir haben, um uns zum Beispiel für ein operatives Verfahren zu entscheiden. Wir haben einen deutlich erweiterten Arbeitsbereich, das ist nicht so eng wie im CT. Die Bildgebung ist für uns eben letztendlich eine bessere und man muss sagen, die Strahlenbelastung für den Patienten ist deutlich geringer. Und ein Riesenvorteil, wir haben während der Geschichte jederzeit die Möglichkeit einer Intervention, weil wir unter komplett operationssterilen Bedingungen arbeiten. Warum nun stationär? Der Professor sprach es an. Es ist nicht nur das hohe Verfahren der Intervention. Letztendlich muss man sehen, dass die ganzen Verfahren sich zentral um den Patienten drehen. Und der Patient braucht mehr als eine Spritze. Es ist sicherlich ein integraler Bestandteil. Aber der Patient braucht den Krankengymnast, den Physiotherapeuten, die physikalische Therapie, eine lokale, individuelle, regulative Behandlung, spezifische Schmerztherapie, die über die Injektion hinausgeht, eventuell weitere Diagnostik. Nach den Interventionen Überwachung und vielleicht sogar eine kontrollierte Belastung, um den Patienten vor der Operation nicht zu schützen, aber die Operation für den Patienten vielleicht zu vermeiden. Insgesamt muss man sehen, dass die interventionelle Schmerztherapie mit der konservativen Therapie nur ein kleiner Teil ist der gesamten Therapie, des gesamten Therapiespektrums der Wirbelsäule. Und zum Schluss muss man natürlich sagen, dass es natürlich immer noch Pathologien gibt, wo uns leider Operationen nicht erspart bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Dr. Lienert, vielen Dank. Obwohl das nur ein kleiner Teil ist im gesamten Spektrum der Wirbelsäulenbehandlung, haben Sie es schon an den Zahlen in meinem Vortrag und von Professor Godolias auch gehört, ist das doch eine der allerwichtigsten Therapieformen für uns, die interventionelle Schmerztherapie, mit dem ganzen begleitenden Konzept, was Herr Dr. Lienert auch in den letzten Folien vorgestellt hat. Das wollte ich nochmal betonen, weil natürlich in solchen Veranstaltungen, wenn man probiert, alle Krankheitsbilder und so weiter darzustellen, das Ganze doch ein bisschen operationslastig ist. Ja? Aber das ist nicht die Praxis.